Ein König hatte eine Tochter, die war sehr, sehr schön. Sie wusste es aber zu gut und war darum so stolz, dass ihr kein Königssohn, der um ihre Hand anhielt, gut genug war. Einmal gab der König ein großes Fest, zu dem alle heiratslustigen Männer aus nah und fern eingeladen wurden. Aber die Königstochter hatte an jedem etwas auszusetzen. Besonders machte sie sich aber über einen König lustig, dem das Kinn etwas krumm gewachsen war. Sie lachte über ihn. Der hat ja ein Kinn wie die Drossel einen Schnabel. Sie nannte ihn fortan nur noch Drosselbart. Der alte König aber war sehr böse darüber, dass sie alle so verspottete und sagte, der allererste Mann, der an die Tür kommt, wird dein Mann sein, auch wenn es ein Bettler ist. Schon nach ein paar Tagen kam ein Spielmann und sang unter dem Fenster des Schlosses, und der König sagte, er möge zu mir kommen. Der Spielmann sang vor dem König und der Tochter und bat anschließend um eine milde Gabe. Der König aber sagte, dein Spiel und dein Gesang haben mir so gefallen, dass ich dir meine Tochter zur Frau geben möchte. Aber Vater! Ich habe es dir gesagt und ich habe es geschworen, dass es so sein soll und so soll es nun auch sein. Sie musste sich mit dem Spielmann trauen lassen, ob sie wollte oder nicht. Dann sagte der König zornig, als Bettelweib darfst du nicht mehr länger in meinem Schloss wohnen. Das schickt sich nicht. Du kannst mit deinem Manne fortziehen. Sie musste mit dem Spielmann fortziehen. Als sie durch eine große Stadt kamen, fragte sie, wem gehört diese schöne große Stadt? Sie gehört dem guten König Drosselbart. Hättest du ihn als Mann genommen, wäre es deine Stadt. Oh, ich arme Jungfrau Zart, hätte ich doch genommen, den König Drosselbart, klagte die Prinzessin. Bald sahen sie ein ganz kleines Haus. Oh, wem gehört dieses elende Häuschen, klein? Wer mag wohl der Besitzer sein? Das ist mein Haus und ist dein Haus. Da ist ja nicht mal Platz für Diener. Was willst du mit Dienern? In diesem Haus musst du alles selber verrichten. Also geh und zünde Feuer an, damit wir uns etwas zu essen bereiten. Sie konnte aber kein Feuer anzünden, und so musste der Spielmann es schon alleine machen. Ein paar Tage lebten sie auf diese Art, dann sagte der Spielmann, es geht nicht länger so weiter. Wir verdienen zu wenig. Ab morgen wirst du Körbe flechten. Aber das kann ich nicht. Meine Hände sind zu zart und die Weiden zu hart. Ach, du taugst zu gar nichts. Dann werden wir einen Handel mit Töpfen beginnen. Du wirst dich auf den Markt setzen und die Ware anbieten. Der erste Tag war sehr gut. Weil sie so schön war, kauften die Leute ihr gerne die Ware ab. Am zweiten Tag jedoch, sie saß wieder auf dem Marktplatz, kam ein angetrunkener Husar angeritten und jagte in die Töpfe hinein, das alles zu schärfen. Sie lief nach Hause und berichtete dem Spielmann. Du bist zu keiner Arbeit zu gebrauchen. Wer setzt sich auf einen Marktplatz mit Geschirr? Ich kann dich nicht mehr gebrauchen. Ich habe heute auf dem Schloss gefragt, ob sie eine Magd gebrauchen können. Sie wollen dich nehmen. Du bekommst für deine Arbeit freies Essen. Nun wurde die schöne Königstochter eine Magd und musste die schwersten und schmutzigsten Arbeiten verrichten. Sie machte in beide Schürzentaschen ein Töpfchen fest, worin sie Speisereste mit nach Hause nahm. Eines Tages sollte die Hochzeit des ältesten Königssohnes gefeiert werden. Sie war sehr neugierig und ging hinauf in den Saal. Von den erlesenen Speisen warfen ihr die Diener einige Brocken zu, die sie schnell in die Töpfe steckte, weil sie und der Spielmann davon lebten. Plötzlich entdeckte sie der Königssohn. Als er die schöne Frau sah, ergriff er ihre Hand und wollte mit ihr tanzen, aber sie weigerte sich und erschrak, als sie merkte, dass es König Drosselbart war, der einmal um sie gefreit hatte. Aber all ihr Sträuben half nichts. Er zog sie mit Gewalt in den Saal, wobei das Band zerriss, an dem die Töpfe befestigt waren. Die Töpfe zersprangen auf der Erde und die Speisereste lagen auf dem Parkett. Viele Gäste lachten darüber und sie schämte sich sehr und wollte fortlaufen, aber König Drosselbart holte sie wieder ein und sagte, fürchte dich bitte nicht vor mir. Ich bin der Spielmann und König Drosselbart in einer Person. Um dein Herz zu gewinnen, habe ich mich verkleidet und verstellt. Ich bin auch der Husar, der dir damals die Töpfe zerritten hat. Alles habe ich nur getan, um deinen Stolz zu besiegen. Da weinte sie bitterlich und sagte, ich bin nicht wert, deine Frau zu sein. Wir wollen alles vergessen und neu beginnen. Die schlimmen Tage sind vorüber und die guten fangen an.
Zunächst wollen wir erstmal unsere Hochzeit feiern. König Drosselbart ließ nun von Kammerfrauen die kostbarsten Kleider bringen. Auch der Vater der Königstochter kam zu der Hochzeit und alle Gäste am Hofe wünschten ihr viel Glück.